Hello, friends and fans, and welcome back to another episode of City Skylines. Nein, ich fange jetzt nicht an, Englisch zu reden. Es schien nur irgendwie zu passen wegen des englischen Titels vom Spiel. Ja, wobei die meisten Spiele ja einen englischen Titel haben. Genau, ich sehe schon, hier waren wir letztes Mal nicht fertig geworden. Da war ja was. Ah, nee. Ah, und mir ist was eingefallen, in der Zwischenzeit nämlich. Ist mir was eingefallen. Ich habe doch hier dieses tolle Network Multitool drauf. Wenn ich jetzt hier mal, warte mal, wenn ich jetzt hier mal das hier mal nehme und führe einfach mal hier so, so alles so durch, einfach mal anmarkiere und dann sage, ja, wir machen einfach Enter und gucken, was passiert, oder? Nö. Das hat ja wohl nicht funktioniert. Ah. Okay, er wurde nochmal größer. Das war jetzt nicht ganz Plan der Sache. Warte mal, wir versuchen mal was. Wir versuchen mal was. Wir versuchen mal was. Wir machen es mal ganz, ganz beschissen. Ich wollte ihn eigentlich jetzt nicht unbedingt noch größer machen, wenn ich ehrlich bin. So. Und dann versuchen wir das Ganze einfach mal nochmal. Zack, 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 zack. Hat nicht funktioniert. Hier, da und dort. Bam. Okay, jetzt glaube ich, ist er ungefähr gleich groß geblieben. Und jetzt sollte er auch ziemlich rund sein, ne? Okay. Wieso funktioniert meine mittlere Maustaste in diesem Spiel nicht so wirklich, wie sie soll? Okay, jetzt müssen wir das alles hier an der Seite noch ein bisschen. Also, in dem Spiel ist es echt extrem mit meiner. Ich weiß nicht, was da los ist. Die mittlere Maustaste, ne? Die will manchmal nicht. So. Die Straße hier oben müsste ja gerade sein. Warte mal. Oder? Nochmal so. Naja, nicht ganz. Egal, passt. So, und hier mal das Ganze auch nochmal. Okay. Okay, okay, so. Ja, ich meine, wir könnten hier noch ein bisschen verschieben. Das ist hier noch ein bisschen. Vielleicht. Naja, hundertprozentig wird es halt nicht. So, mal ein bisschen gerade. Und das hier möchte ich eigentlich eher so gebogen haben als andersrum. Warte mal, wir machen das mal so. Wir haben doch hier noch was. Und zwar kommen wir doch hier. Hier zum Beispiel. So, einfach eine Note hinzufügen. Voll super einfach. Und dann können wir hier so die Kurve rumziehen. Das sieht auch nicht ganz optimal aus, aber ich glaube, den Höhenunterschied, ja, wenn man den Höhenunterschied anschaut, dann passt das schon. So, dann gibt das durchaus Sinn. So. Wenn hier nochmal eine Kurve drin ist oder so, ne? Okay. Dann machen wir wieder Move It. Dann machen wir hier nochmal so ein bisschen. Ja, wobei, hier braucht man eigentlich auch schon wieder eine neue Note, ne? Ja, naja. Wir lassen es mal so, wie es ist. Es ist nicht ganz schlimm. Wir lassen es mal so, wie es ist. Ja. Okay. So. Gut. Hätten wir das auch mal gemacht. Dann, wo waren wir denn drüber? Wir brauchen Industrie und Gewerbe. Ordentlich. Industrie und Gewerbe wollten wir hier unten ein bisschen hinmachen. Und jetzt schauen wir doch mal, was haben wir denn hier eigentlich so? Haben wir hier noch Wohnbezirke? Ja, wir haben hier noch Wohnbezirke. Die müssen wir umziehen, die müssen hier oben hin. Und zwar bauen wir hier oben noch ein bisschen aus, machen wir hier oben ein bisschen Wohngebiete hin. Die Windräder, die kommen dann weg. Ja, ne? Ihr habt richtig gehört, die kommen weg. So. So.
mir schön eure Industrie hin, damit auch ja ordentlich Stau passiert. So. Alle mal ausziehen hier. Ihr müsst umziehen. Es tut mir leid. Es ist so. So. Okay, ja, hier kann man noch ein bisschen mehr Industrie machen. Dingens machen hier. Warte mal. Ja, egal. So, hier können wir nichts machen. Hier ist immer ein Spezialgebäude, ne? Schule oder so. Müssen wir mal gucken, wo wir Schulen haben. Also hier unten eine Schule wäre natürlich doof. Muss mal gucken, was haben wir denn hier unten alles? Hier haben wir ein Krankenhaus. Das würde ich an der Stelle vielleicht tatsächlich wegmachen, ne? Weil das braucht kein Mensch da, ne? Ah, warte mal. Nein, das zieht höchstens um. Warte mal. Ah, hier oben haben wir aber auch schon eins stehen. Ja, okay. Hier hinten. Das könnte hier nach hinten ziehen vielleicht. Warte mal. Kann ich das hier wieder abwählen? Ich möchte das hier abwählen. Danke. Ich möchte das hier anwählen. Und das zieht um. Gebäude verschieben. Das zieht um und zwar nach hier hinten irgendwo hin. Ah, vielleicht hier mit hin. Da ist so... Das passt doch. So. Eine Arztpraxis da hinten hingezogen. Okay. Was haben wir sonst noch? Müllentsorgung. Ja, brauchen wir nicht so. Das haben wir. Okay. Hier vorne ist eine Feuerwache. Die kommt aber, ja, hier nicht so gut hin, ne? Brauchen wir aber an der Stelle auch. Also, wir brauchen eigentlich noch eine. Oh Gott, da hinten ist auch Mangelware. Okay. Okay. Gut. Also, machen wir hier noch irgendwo nicht genügend Geld. Ah, okay. Haben wir nicht genügend Geld, dann haben wir nicht genügend Geld. Dann ist das so. So. Was haben wir sonst noch hier so? Haben wir hier noch eine Schule? Hier haben wir noch eine Schule. Eine Schule. Hier oben ist noch keine Schule. Also, die zieht auch um. Die zieht auch um. Die zieht hier oben irgendwo hin. Lass mal gucken. Wo könnte die denn hinziehen? Ah, warte mal. Bevor ich das mache, bauen wir hier erstmal eine Straße vielleicht hin. Alles ein bisschen ungünstig hier. Aber gut. Ja. Wir nehmen mal die gleiche, wie wir hier genommen haben vielleicht. Okay, das ist die ganz einfache Straße. Alles klar. Und dann gehe ich mal hier hin. Dann gehe ich. Ah, dann verschiebt es mir die ganzen Gebäude wieder, ne? Naja, was soll's. Machen wir mal, dass es nicht ganz so schlimm wird. Machen wir so. Ja, ihr zieht jetzt sowieso aus, ne? Ihr zieht jetzt sowieso aus. Pass mal auf. Also. Wo sind hier die Gehwege drin? Wieder. Muss ich jedes Mal wieder suchen, ne? Weiß ich jedes Mal wieder nicht. Zack. So. Gehweg ist da. Können die Leute dann da hinlaufen. Und jetzt holen wir uns diese Schule. So. Du bist die Grundschule. Jawohl. Dich ziehen wir um. Du ziehst hier oben hin. Ja, Einzugsgebiet ist ja mal, ne? Ja gut, geht aber. Okay. So, was haben wir hier abgeschnitten? Strom. Ungünstig. Geht das? Oder müssen wir ein bisschen Move it machen vielleicht, ne? Ich möchte gern das Ding als komplettes nehmen. Danke. Nein. Wieso? Wieso? Wieso ist das überhaupt möglich? Nein? Na komm, jetzt wo ich ihn haben will, komme ich ihn nicht mehr. So, wieder einigermaßen, ne? Das, ja. Okay. So, also nochmal Strom da. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein bisschen, vielleicht hier bis zur Kante hin oder so. Machen wir hier so ein paar Wohngebäude noch. Hier oben vielleicht noch lang. Also die kommen ja weg an der Stelle.
Ja, wie sieht es mit Strom allgemein aus? Relativ gut. Wir haben aber kein Geld für neue Anlagen. Das ist ungünstig, aber jetzt kein Weltuntergang. Wir können ja. Ja, wir können eigentlich das Spiel kann man laufen lassen, oder? Das müsste eigentlich gehen. Warte mal, wir gehen mal aus dem Modus hier erstmal kurz raus und gucken uns das mal kurz an, wie die Leute hier alle ausziehen. Tschüss. Wie die Gebäude einfach die spawnen und gar nicht abgerissen werden. So, einfach tschüss und weg. Wir nehmen einfach alles mit, die Leute beim Ausziehen. Das ist der Hammer, ne? So, und jetzt sollte sich das eigentlich ein bisschen ändern, dass wir dann wieder mehr, also wieder weniger Industrie brauchen und wieder mehr Leute vielleicht. Genau. So. Bin mal gespannt, wie sich das hier noch gibt. Also hier, das wird eine interessante Kreuzung, ne? Wieso stehen die? Hier sind Traffic Lights, ne? Hier sind Traffic Lights. Aus. Brauchen doch hier keine Traffic Lights. Was wir aber brauchen werden, ist den hier. Dedicated Turning Lanes, ja, nennen sie das. Genau, sollte man hier vielleicht auch machen. Haben wir eine gute Straße? Haben wir eine gute Straße? Hier. Da haben wir eine gute Straße. Oh, das macht da was kaputt, ne? Was soll's? Es muss so sein. Es tut mir leid. Eigentlich könnten wir schon fast. Na egal. Ne, das muss aber gehen. Das müsste aber gehen. Okay. Gut. Wie sieht es eigentlich hier mit Parks aus? Haben wir hier hinten gar nicht, ne? In dem Gebiet. Einen billigen Spielplatz. Kostet 24 die Woche und das hier kostet 8 die Woche. Ja, wir nehmen das hier, ne? Einen kleinen Park. Der ist aber gar nicht so klein, wie ich ihn gerne hätte. Ja, wo bauen wir das denn hin? Hier, wo gerade die Leute ausgezogen, wieder eingezogen sind, ne? Ja, schön. Komm. Das passt schon. Einfach mal dahin. Wieso sind die so unglücklich hier an der Stelle mit den Parks? Wieso ist das so rot? Naja. Egal. Hier ist ja das Gleiche auch. Also eigentlich. Warte mal. Muss mal in die Hüpfburg hin. Einfach mal zur Kinderbespaßung, ne? Zack. Bringt das was? Ja, ein bisschen. Naja, Hüpfburg ist eigentlich ganz gut sogar. Hm? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so viel bringt. 48. Das ist ja noch teurer. Das ist ja nochmal das Doppelte von dem hier, von Spielplatz. Ja, egal. So, steht jetzt da. Okay. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal noch mehr. Achso, hier. Nochmal noch mehr in die Richtung. Straßen bauen. Und hier die Straße mal ein bisschen durch. So, das ist sozusagen unsere Hauptstraße jetzt hier rein ins Gebiet. Hier rüber noch so ein bisschen, ne? Hier so hin vielleicht, ne? Direkt auf den Berg rauf würde ich tatsächlich gar nicht gehen. Da könnte man vielleicht. Ja, das ist man aber frei für die Zukunft, ne? Vielleicht haben wir ja irgendein Gebäude, das da mal schön hinpasst oder so. So, und dann sehen wir hier noch was lang. Ja. Und hier so. Was macht das für komische Sachen? Ganz dumm gefragt, was macht das für komische Sachen? Ja gut, dann machen wir die Straße halt gerade. Ist mir jetzt eigentlich auch egal. Und dann machen wir hier noch eine Straße rein, einfach weil es so schön ist. Dann machen wir ein bisschen krumm wieder. So. Und ja, komm, lass mal von hier noch eine weggehen, ne? Von hier so.
hier so rein. Und naja, 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 was ist denn hier? Vielleicht da so durch. Hier so. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. So, und jetzt machen wir hier schön alles, ja, alles schön grün. Also hier wird es wahrscheinlich ein bisschen laut werden, da macht man dann vielleicht nicht alles grün. Hier außen könnte man vielleicht auch ein bisschen Commercial machen, ne? Hier, weil hier dann die Autobahn unten vorbeifährt. Ja, hier vielleicht auch noch. So ein bisschen zum Schall dämmen halt, ne? Vielleicht auch. So. Und die Leute müssen ja irgendwo einkaufen, also es passt schon. Ich kann nur bedenken, wegen dem Verkehr so ein bisschen hier oben auch dann. Aber das wird sich alles zeigen. Auch unten, das wird sich alles irgendwie zeigen. Das wird schon irgendwie werden, hoffen wir mal. Ja, mal sehen. So. Wie sieht's aus mit dem Wasser eigentlich hier? Oh, ganz schlecht. Okay. Genau, uns ging ja das Geld aus. So war das, ne? Uns ging ja da das Geld aus. Aber wir haben wieder so ein bisschen. Passt schon. So. Sehr gut. Okay. Diese Windkraftanlagen, ne? Also die hier wohnen, die werden sich auf jeden Fall beschweren, weil das ist ja, die sind viel zu laut. Die müssen da auf jeden Fall weg. Hier drüben könnte man noch ein bisschen Gewerbe und Dingens machen und so weiter, ne? Vielleicht. Also, hier schon mal. Hier auf jeden Fall. Was haben wir hier noch eigentlich? Achso, das ist ein Park. Okay. Genau. Achso. Okay, ich verstehe. Machen wir hier noch ein bisschen was hin. Hier auf der Seite, naja, so ein bisschen, ne? An der Autobahn entlang ist immer gut, wenn da Geschäfte sind. Macht Werbung, ne? Und hier hinten können wir ein bisschen von dem hier noch hin machen. So, passt. Haben wir hier überall noch... Nein, haben wir nicht. Okay, schön. So. Und dann hier durch. So, perfekt. Das passt. Okay. Gut. Ja, dann können wir auch an der Autobahn eigentlich weiterbauen demnächst, ne? Oder an der Straße, ist ja auch egal. Oder hinten mal ein bisschen ebnen vielleicht. Also hier müssen wir auf jeden Fall den Boden ein bisschen anheben, würde ich sagen. So, wie geht das nochmal? Ich und er arbeiten. So, mal gucken. Gelände ändern. Einebnen. Ebnen, ja, schön hier mit der sekundären Maustaste klicken. Und, ja, schauen wir doch mal. Oh. Das ist ja richtig teuer, ne? Nicht genügend Geld. Okay. Naja. Naja. Ja, das hätte ich vielleicht später machen sollen, ne? Das ist aber auch ein Höhenunterschied hier. So. Aber so ein bisschen, dass das halt passt, ne? Ich meine, dass es da ein Bär drauf geht und so. Alles gut, alles schön. So, naja. Naja, da müssen wir ein anderes Mal weitermachen. Uns fehlt halt überall das Geld. So, jetzt gucken wir mal. Na, hier mal ein bisschen schneller, ne? Schauen wir mal, was fehlt uns denn eigentlich noch? Guck mal, was fehlt uns hier? Haben wir Polizei? Polizei fehlt hier unten und hier oben.
Ja, sollten wir mal was machen, ne? Vielleicht sollten wir da mal was machen. Wenn wir hier direkt nicht genügend Geld, ja. Wenn wir hier direkt hier nochmal so eine Abzweigung hinmachen. Wo wir ein paar so Servicegebäude und so weiter hinmachen können, vielleicht. Vielleicht ist das gut. Warte mal, Traffic Manager. Zack. Hier auch nochmal. Wieso? Warte mal, warte mal. Nix da, Ampel. Was soll denn das? Wer macht denn hier immer die Ampel hin? Doofes Spiel. So, gucken wir uns mal hier unten an. Oh, da läuft es eigentlich auch ganz gut. Läuft sehr gut. Das mal so anguckt. Oh, warte mal, hier. Hier ist eine Ampel. Wo ist der weg? Und. Ah, habe ich schon gemacht. Ah, hier könnte man eine Asymmetrical mal noch machen. Also, die wir es gerade eben hier hinten schon benutzt haben. Die hier. Zack. Bin wieder zu faul. Okay. Ah, einmal aufwerten. Und zwar. Ja, sind halt dann alle weg. Ja. Was ist das hier? Das. Oh, das. Das ist ungünstig. Warte mal, wir müssen mal eben noch raus machen, glaube ich. Mal eben den roten Vogel an. So rum. Und dann verschieben wir das dann mal hier. So. Ja. Okay. Machen wir den roten Vogel wieder aus. Und dann machen wir hier wieder. Oh, okay. Hm. Wobei, warte mal, hier wollte ich das so, dass ihr an der Straßenseite, da will ich ja eh nichts hin haben. Okay, passt. Okay. Genau. Wie sieht's aus jetzt hier mit Ampeln und so weiter? Ist hier noch alles gut? Alles gut. Okay, sehr gut. Aber gut, dann machen wir wieder Play. Sehr gut. Was ist denn hier los? Die parken einfach hier. Die parken da halt einfach. Na sowas. Okay, was ist hier? Hier brennt's. Gebäude brennt. Oh, ich glaube, das ist weg, ne? So, was ist hier? Nicht genügend Arbeiter. Ja, sollte aber eigentlich doch kein Problem sein. Was haben wir hier? Geringer Bodenrichtwert. Warte mal, was haben wir denn hier für Boden? Boden, Boden, Boden. Wo war das nochmal? Bin ich doof? Manchmal ja. Verschmutzung. Wo ist es denn drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich wusste doch letztens noch. Hör mir doch auf. Stadtviertel. Geländehöhen. Freizeit. Naturo. Hier. Ah, ja, klar. Hm? Logisch. Okay, also wir müssen hier die Zone ein bisschen. Ach so. Ja, ist ja auch nur hier. Ist ja auch nur hier. Das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht nur hier noch ein bisschen erweitern, so. Hier ein bisschen Forstwirtschaft hin. Und hier drüben vielleicht auch so. Tut mir leid. Das ist. Müssen die Leute wieder ausziehen, ne? Die jetzt umbauen müssen auf Forstwirtschaft. Voll dumm eigentlich. Egal. So, und hier vorne kann ja normale, generische irgendwie sein, ne? Das ist ja egal. Was hat der denn mit dem Boden? Was will der denn? Geringer Bodenrichtwert. Gewerbegebiet. Normalbetrieb. Ach so, warte mal. Land Value, ne? Ausgehende Verbindungen, Bevölkerung. Wo ist denn hier der Bodenwert? Tourismus, Verkehrsrouten. Man konnte doch irgendwo den Wert des Bodens anzeigen. Stuben? Nein.
Nein. Stadtviertel. Bodenrichtwert hier. Ja, tatsächlich, der ist sehr niedrig. Verstehe aber nicht warum. Hinten ist das relativ hoch und hier ist das saumäßig niedrig. Wahrscheinlich fehlen hier einfach ein paar Services. Ja, ich weiß nicht, braucht man hier Gesundheitsvorsorge? Ich weiß es nicht. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Feuerwehr, ne? Feuerwehr. Mal hier eine. Ansonsten halt gar keine in der ganzen Stadt, ne? Und direkt mal da eine hin. Sind die alle happy und hier unten immer noch nicht? Dann bekommt ihr halt die Polizeistation irgendwo in die Nähe. Ah, wobei, jetzt geht halt auch nicht, ne? Wir könnten die hier in der Nähe irgendwo hinmachen. Das ginge. Warte mal. Wenn wir hier einfach noch eine Straße wegmachen. Ja, oder einfach hier so. Einfach hier so eine Straße weg und dann ist doch gut. Zack. Und dann machen wir hier Polizei hin. Dann sind die bestimmt auch wieder glücklicher. Ja, sieht doch besser aus. Da hinten fehlt es halt dann noch, aber ist egal. So, dann haben wir noch Strom überall. Hier geht's. Und da fehlt halt beides, Strom und Wasser. Und Wasser. Okay. Ich hoffe. Ja, das sieht gut aus. Okay. Müsste gehen. Es müsste gehen. Oh. Müll. Ach. Oh. Sind die Deponien voll oder so? 27% voll? Nö. Bin nicht voll. Müllverarbeiterstatus. Naja. Gesundheitswesen. Bestattungswesen ist ganz schlecht. Machen wir noch einen Friedhof irgendwo hin. Übergangsweise, die kommen dann wieder weg irgendwann. Kinderbetreuung. Altersheim. Oh ja. Okay. Achso, das ist hier Krematorium, ne? Ah, okay. Wir haben ja noch keine. Oh. Ja, gut. Bildung? Bildung. Wieso ist hier oben alles rot, wenn doch hier eine Schule ist? Das verstehe ich nicht. Oberschule? Universität? Universität haben wir noch nicht. Bibliothek haben wir auch noch nicht. Also schauen wir, was können wir denn bauen? Oberschule können wir bauen, Uni können wir nicht bauen, aber eine Bibliothek können wir bauen. Geschäftige Kleinstadt. Was können wir jetzt alles bauen? Wir können jetzt Highway mit Lärmschutz bauen. Und wir können Straßen mit Bäumen bauen. Auch cool. Auch schön. Ja, vielleicht. Wir können jetzt ein großes Krankenhaus, ein großes Feuerwehrhaus, großes Polizeidingens, ein Ölkraftwerk. Gut, oh, das ist. Mal gucken. Polizeihauptquartier und Tropengarten. Okay. Gut, was brauchen wir jetzt als nächstes? Oder wann kommt Krematorium? Habe ich letztes Mal bestimmt schon mal geguckt. Hier kommt die Metro. Und Bahnhöfe. Und hier kommt erst. Oh, 10.000. In 10.000 erst. Eieieiei. Okay. Na gut. Was kommt denn sonst noch alles so? Kernkraftwerk. Uiuiui. Schwimmendes Café. Flughafen. Moment. Achso. Megaloppoloppositz. So. Was haben wir hier? Öffentliche Bibliothek. Ist da jetzt so die Frage, wohin damit, ne?
Vielleicht machen wir die hier unten irgendwo mit hin. So? Nee, das bringt nichts. Das bringt nichts. Wenn, dann müssen wir die wohin stellen, wo auch Leute sind. Wie wär's denn hier? Na, das ist besser. Nicht hundertprozentig optimal, aber besser. So, wie ist es mit dem Strom hier jetzt an der Stelle? Das ist verbunden, okay. Aber ich glaube, wir können uns das Ding hier sparen. Und das Ding hier auch. Da können wir ein bisschen was wegreißen. So. Was? Wieso habt ihr keinen Strom? Weil wir an der Kapazitätsgrenze sind. Das ist das Problem. Ölkraftwerk. Unterhalt. 1900 irgendwas. Pause. Ölkraftwerk. 1900 irgendwas. 120 Megawatt. Hier? 40 Megawatt. Also, bringt dreimal so viel. Kostet aber mehr Unterhalt, ne? Aber bringt halt auf der gleichen Fläche dreimal so viel, ne? Kostet das zum Bauen? 50? 19. Ist auch teurer zum Bauen. Wo stellen wir denn das mal hin, sag mal? Da hinten dauert es halt ewig, bis die hier hinkommen zum Abliefern. Das ist ungut. Ah, hier haben wir keinen Strom, das ist das Problem. Gerade irgendwie, ne? Sehr eigenartig. Okay, hier sollten die eigentlich... Ha. Wo machen wir denn das wieder hin? Ich meine, wir könnten ja hier nochmal eine Abfahrt machen. Vielleicht kommt man dann ja schneller hin. Hier bin ich aber schon fast gewillt, wieder auf Öl zu setzen. Wobei, Öl ist vielleicht trotzdem besser, auch wegen dem Verkehrsaufkommen, oder? Weiß es nicht. Hier haben wir... Eigentlich könnten wir... das hier machen. So, was haben wir jetzt hier für ein Problem eigentlich? Muss mal gucken. Abwasserstau. Abwasserstau. Okay, okay. Erstmal machen wir hier den hier. Okay, das geht nicht. Sehr ungünstig. Das geht. So, ist ein bisschen knapp, ne? Nein, wir können ja hergehen. Diese beiden anwählen und die ein bisschen... Oh, nein. Okay, das geht nicht. Okay, das ist sehr interessant. Okay, dann geht's nicht. Dann Übergangslösung ist dann so jetzt momentan. Abwasserstau. Haben wir, wieso Abwasserstau? Oh. Ach so, weil hier hinten kein Strom ist, ne? Das ist das Problem. Ja, gut. Deswegen haben wir hier Abwasserstau. Ungünstig. Ungünstig. Okay. Wir wollten das hier auch mal noch umlegen, dass wir das vom Industriegebiet hier wegbekommen. Irgendwo hin. Hier vorne vielleicht, ne? Strömt so rum.
Wird schon passen, ne? Wir werden schon nicht die Seuche heimholen, hoffen wir mal. So, und das hier kommt dann weg. Mach das bestätigen, jo. So, und hier hinten kommt noch mehr Seuche hin. So. Einfach nur, um sicher zu gehen. So, Strom. Mal gucken, das hier verbunden. Das hier ist dann da verbunden. Das hier ist hier verbunden. Das kann weg. So, das hier, das muss noch da sein. Okay. Gut. In der ganzen Stadt Abwasserstau. Hier oben brauchen wir es allerdings dann wieder, ne? Erstmal. So, play. Oh Gott. Bekommt ihr euch wieder ein? Ist jetzt wieder alles gut? Okay. Hier unten noch ein bisschen. Jetzt aber. Gut. Jetzt ist gut. So. Jetzt brauchen wir wahnsinnig viele. Okay. Wann kommt denn das eigentlich? Also mal gucken. Warte mal. Das sind wir ja schon. Kein Stand. Ah, bei 6000. Okay. Gut, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.